Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 96. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, unseren gesamten Alltag bestimmen kann. Und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 2. Mose 29 bei der Beschreibung der Einsetzung der Priester für die Stiftzüte, das Heiligtum. In Vers 21 lesen wir. Und nimm von dem Blut auf dem Altar und von dem Salböl und besprenge Aaron und seine Kleider und seine Söhne und ihre Kleider, und so wird er geheiligt sein samt seinen Kleidern und seine Söhne mit ihm samt ihren Kleidern. Es ist... Das Blut, das heiligt. Und das Öl. Das Blut, Symbol für das Blut, das Jesus vergossen hat. Und das Öl, Symbol für den Heiligen Geist. Danach sollst du das Fett von dem Witter nehmen und den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, das Fett über dem Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, und die rechte Schulter. Denn es ist ein Witter der Einsetzung. Und nimm einen Laib Brot und einen Ölbrotkuchen und einen Fladen aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn steht. Und lege alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und webe es als ein Webopfer vor dem Herrn. Danach nimm es aus ihren Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen, als einen lieblichen Geruch vor dem Herrn. Es ist ein Feueropfer für den Herrn. Du sollst ferner die Brust nehmen von dem Witter der Einsetzung Aarons und sollst sie vor dem Herrn weben als sein Webopfer und sie soll dein Anteil sein. Und du sollst die Brust des Webopfers und die Schulter des Hebopfers heiligen, die gewebt und abgehoben worden sind von dem Witter der Einsetzung, von dem, was für Aaron und von dem, was für seine Söhne bestimmt ist. Und das soll für Aaron und für seine Söhne bestimmt sein, von den Kindern Israels als eine ewige Ordnung. Denn es ist ein Hebopfer und es soll erhoben werden von den Kindern Israels, von ihren Friedensopfern, als ihr Hebopfer für den Herrn. Und die heiligen Kleider Aarons sollen seine Söhne nach ihm bekommen, dass sie darin gesalbt und ihre Hände darin gefüllt werden. Derjenige unter seinen Söhnen, der an seiner Stelle Priester wird, der in die Stiftshütte geht, um im Heiligtum zu dienen, der soll sie sieben Tage lang tragen. Du sollst aber den Witter der Einsetzung nehmen und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen. Und Aaron und seine Söhne sollen das Fleisch des Witters essen, samt dem Brot im Korb vor dem Eingang der Stiftshütte. Sie sollen das essen, womit die Sühnung für sie erwirkt wurde, als man ihre Hände füllte, um sie zu heiligen. Kein Fremder soll es essen, denn es ist heilig. Der Priester sollte das essen was Sühnung für ihn bewirkt hat. Hier sehen wir schon einen Hinweis darauf, dass wir uns von der Botschaft des Evangeliums buchstäblich ernähren sollen, dass wir es in uns aufnehmen sollen, verdauen sollen, verstehen sollen, es in uns haben und nicht nur theoretisch anerkennen. Wenn aber etwas von dem Fleisch der Einsetzung und von dem Brot bis zum Morgen übrig bleibt, so sollst du das Übrige mit Feuer verbrennen, es soll nicht gegessen werden, denn es ist heilig. Und du sollst mit Aaron und seinen Söhnen so verfahren, wie ich es dir geboten habe. Sieben Tage sollst du ihre Hände füllen. Und du sollst täglich einen Jungstier als Sündopfer schlachten zur Sühnung. Und du sollst den Altar entsündigen, indem du Sühnung für ihn entwirkst, erwirkst. Und sollst ihn salben, damit er geheiligt wird. Sieben Tage sollst du den Altar für den Altar Sühnung erwirken und ihn heiligen. Und der Altar wird hochheilig sein. Alles, was mit dem Altar in Berührung kommt, das wird Heilig. Auch das ein Bild auf Jesus und sein Evangelium. Jeder, der mit Jesus in Berührung kommt, der das Opfer, das Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, für mich und für dich, wer damit in Berührung kommt, wer das annimmt, der wird durch den Glauben, durch das Blut Jesu heilig. Das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Zum ersten Lamm einen Zehntel Feinmehl gemengt mit einem Viertel hin Öl aus zerstoßenen Oliven und einem Viertel hin Wein zum Trankopfer. Das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern und mit dem Speis- und Trankopfer sollst du es halten wie am Morgen. Du sollst es opfern als einen lieblichen Geruch als ein Feueropfer für den Herrn. Es ist eine gute und wichtige Gewohnheit. Wenn wir mindestens zweimal am Tag, am Morgen und am Abend, uns eine besondere Zeit nehmen, um mit Gott zu reden und über sein Wort nachzudenken, uns bewusst zu machen, dass Jesus von uns am Kreuz gestorben ist. Diese Morgenandacht und die Abendandacht sollten wir wirklich sehr sorgfältig beachten. Hier schon sehen wir, dass die Israeliten immer wieder daran erinnert werden sollten, dass Gott sie erlösen möchte. Auch wir tun gut daran, wenn wir uns das täglich vornehm am Morgen und am Abend besondere Zeit mit Gott zu verbringen. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Dort an der Stiftshütte, dort, wo man sich Zeit nahm, um das Abend und das Morgenopfer zu bringen, dort wollte Gott mit dem Volk Israel reden. Wenn wir uns Zeit nehmen, unsere Gedanken und Gebete zum himmlischen Heiligtum emporheben, dann werden wir sehen, dass Gott auch persönlich zu mir und zu dir redet. Lasst uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns sprichst und dass wir uns jeden Tag Zeit nehmen dürfen, besondere Zeit in der Andacht, über dich nachzudenken. Hilfe uns, dass wir jeden Tag uns diese Zeit auch nehmen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.